Ja, das soll, Sie haben heute gegen Eutinol 8 1:1 gespielt. Haben Sie einen Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Unterm Strich haben wir einen Punkt gewonnen, wenn man sich die Tabellensituation anguckt und die Gegner, die dann eben keine Punkte geholt haben, ist es wieder ein Schritt nach vorne, was die Punktzahl angeht. Mhm. Wenn man sich das Spiel und den Spielverlauf anguckt, sage ich mal, hätten wir den Sieg vielleicht am Ende ein bisschen verdienter gehabt, weil wir von der ersten Minute an den strukturierteren und den besseren Fußball gespielt haben. Die erste Aktion waren Elfmeter, dann ist man im Rückstand und die erste fußballerische herausgespielte Chance war dann von Eutin, glaube ich, kurz vor der Halbzeit. Und davor haben sie nicht stattgefunden und nach der Halbzeit haben sie auch nicht stattgefunden. Und auch wenn wir jetzt nicht die riesen Torchancen hatten oder sehr viele an der Anzahl, denke ich, haben wir uns das Tor auf jeden Fall verdient. Und wenn man, wie gesagt, die gesamten 90 Minuten sieht, hätten wir den am Ende vielleicht den Sieg mehr verdient gehabt. Auf der anderen Seite können wir mit dem Punkt sehr gut leben. Das war ein sehr schnelles Spiel, fand ich. Also es war von beiden Seiten auch körperlich auf relativ hohem Niveau geführt. Wie sehr sind Sie schon... Wie werden Sie schon dem Ende der Saison entgegen? Wie sehr sind Sie mit Ihren Kräften schon aufgebraucht? Aufgebraucht gar nicht. Die Jungs sind einfach von der Motivation her so ehrgeizig, dass sie in jedem Spiel auch immer wieder alles raushauen und immer wieder auch am Ende, da steht 1-1, haben immer noch den Siegeswillen und wollen immer noch mal pushen, was in der Vergangenheit auch durchaus mal dann zu einer Niederlage geführt hat, obwohl man mit einem Punkt gut leben könnte. Mhm. Also die Jungs sind da gewillt, eben auch bis zum Ende Vollgas zu geben. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Dann sage ich vielen Dank, Herr Adersoy, und dann wünsche ich Ihnen ja frohe Ostern. Und dass es weiter erfolgreich weitergeht. Dennis Jerks, Eutin 08 hat bei Intertürkspor Kiel ein 1:1 geholt. War das ein verschenkter Sieg oder war das ein verdienter Punkt? Ich glaube, über 90 gesehen insgesamt, glaube ich, eine gerechte Punkteteilung. Ich glaube, die Hochkaräter lagen schon auch vermehrt auf unserer Seite. Wir hatten extrem viele Konterchancen, sind zweimal allein auf dem Torwart zugelaufen, haben das 2-0 nicht machen können, auch die erneute Führung nicht machen können. Da hat dann einfach die nötige Abschlussqualität gefehlt oder vielleicht auch die Konsequenz, dann kommt er das ein oder andere Mal, um einfach besser zu Ende zu spielen. Und den Schuh müssen wir uns anziehen. Ich denke, defensiv haben wir alles reingeworfen. Aber ich denke, auch Intertürk hat hier ein sehr engagiertes Spiel geliefert. Sie waren sehr spritzig für die jetzige Saisonphase. Ich denke, bei uns hat man gemerkt, dass die letzten Wochen und Monate, das haben wir schon in der Trainingswoche gemerkt, wirklich Kraft gekostet haben. Nicht nur körperlich, physisch, sondern auch mental. Und das, denke ich, hat man heute hier auch im Ansatz gesehen. Also Intertürk war einfach... vielleicht ein Tick frischer als wir. Und das hat man in vielen Situationen im Spiel auch gemerkt. Und von daher, denke ich, müssen wir heute auch einfach dann mit dem Punkt zufrieden sein. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr schnelles Spiel, fand ich. Also von Tempo her war das sehr in Ordnung. Beim Blick auf den Platz habe ich mich gefragt, wann der Trainer denn seine Sporttasche mitbringt und sein Trikot unterzieht. Ja, bestärkt nur noch einmal das, wenn man den heutigen Kader sieht, was ich gerade schon angedeutet habe. Also ich denke, heute war das personell zumindest der Tiefpunkt der Saison. Also wir waren jetzt heute nicht mal in der Lage, mit dem eigenen Kader, sage ich mal, hier mit mindestens 3 Feldspielern zum Wechseln ins Pflichtspiel zu gehen. Umso dankbar sind wir natürlich, dass da Florian Schumacher und Gerrit Griese bereit waren, kurzfristig auch und spontan dann auch hier zu unterstützen. Zeigt einfach, wie es bei uns personell aussieht. Ne? So, und es ist ja auch nicht so, dass die dann hier auflaufen, dass die alle bei 100% sind. Ne? Und da hat jeder seine Wehwehchen. Wir haben kaum Möglichkeiten oder gar keine Möglichkeiten, auch mal zu rotieren, auch mal einem Spieler eine Pause zu gönnen. Deswegen sage ich, das waren wirklich jetzt intensive Wochen und Monate für uns. Und da kann man trotzdem dann am Ende sagen, Kompliment an die Jungs, wie die sich wirklich hier reinhängen. Und ich denke, das hat man hier von der Körpersprache heute auch wieder gesehen. Aber nichtsdestotrotz muss man dann auch, wenn es schwerfällt, mal mit dem Punkt zufrieden sein. Dann sage ich vielen Dank, wünsche frohe Ostern und vielleicht legt ja der Osterhase den einen oder anderen gesunden Spieler ins Nest. Das wäre schön.